Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge aus dem Marsch. Wir werden ein paar Bäume fällen, erstmal zum Anfang, bevor ich mich reingefunden habe, was bei dort anliegt. Das Wichtige gerade erledigt. Grasbäume sind gesammelt, gedüngt ist auch. Und wir werden mal sehen, dass wir jetzt mal mit Geld verdienen, beziehungsweise Holz zum Säge wegbringen. Ne? Der Held noch gut zu arbeiten ist, werden wir erst ein bisschen Bäume fällen. Dann können wir ein paar Paletten herstellen, OBS-Platten herstellen und wieder verkaufen. Bevor uns das nächste Mal Wachstum durchgeht und wir dann die Felder düngen können. Ne? Heute Nacht werde ich ja, schlafen. Ich werde noch eine Schlafgelegenheit bauen oder errichten. Und da werden wir wieder schlafen. Es hat in irgendwo ein Tür ganz gut geklappt. Natürlich werde ich hier für Tiere achten müssen, dass es auch nicht schief geht. Aber ich denke mal einmal machen können. Dann brauchen wir nicht dunkel uns umquälen, ne? Wo wir nichts sehen. Ja. Das mit dem Livestream hat sehr gut geklappt. Also bin sehr zufrieden mit der Zuschauerzahl. Bin positiv überrascht. Es hat nicht ganz so gut geklappt mit der Qualität. Aufgrund meiner Internetanbindung war der Tag nicht so gut. Das war leider weit runter, was ich eigentlich gewohnt bin. Ich hoffe, dass das nächste Mal besser ist. Muss ich halt vorher testen, dann kann ich die Einstellung entsprechend vornehmen. Dann ist es nicht ganz so dramatisch, aber wenn es ganz schlecht ist, dann wird man lieber darauf verzichten und ja, ist dann leider so, ne? Aber heute war es schon wieder normal, Anführungszeichen. War nicht mehr ganz so schlecht, hat sie wieder erholt. Das doppelte gerade wie gestern, da wäre das Problem gewesen. Mit AD und so, ne? Ja, aber das ist halt so Technik. Steckt man nicht drinnen, ne? Ob es nun daran lag, dass alle irgendwo YouTube oder mit gleichen guckt haben, das Netzwerk entsprechend überlastet war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, ne? Freitagabend. Möglich. Ich habe extra dafür einen Tarif, dass ich ein bisschen mehr habe und dadurch erwarte ich auch, dass ich das kriege, ne? Weil es braucht, ne? Und ich weiß nicht, dass er nicht braucht, ne? Also Montag, Dienstag brauche ich das nicht dann. Da hätten mir die 30 auch gereicht. MB pro Sekunde. Schauen wir hier. Jetzt noch etwas schaffen. Unsere kleinen Bäume sind auch schon gewachsen. Ja, hier den ersten. Die haben schon ersten, ja, Wachstum erreicht. Die neuen. Noch nicht. Die wachsen nächstes Jahr. Aber ich sag mal so, wenn wir jedes Jahr entsprechend etappenweise pflanzen, ich glaube 400 Stück pro Jahr Prinzip, dann haben wir auch jedes Jahr genug Holz von unserem Sägewerk. Und dann ist es auch gut. Dann haben wir keine Probleme. Ja, Temperatur passt. Ich gucke ein bisschen auf die Werte. Ja, heute ist ein Regen draußen. Ein kleiner Schauer. Wurde auch Zeit. War ja trocken ohne Ende. Heute noch ein paar Pflanzen gepflanzt draußen. Also hier
paar Blumen. Hab da so ein paar so eine Knollen. Jetzt kriegen sie ein bisschen Wasser. Gerade günstig. Ich hab die aber trotzdem vorher gegossen. Weil die Erde war nicht trocken gewesen. Und wenn das anwachsen soll, ne, muss ein bisschen Wasser haben. Und jetzt durch den Regen ist noch besser. Das ist gleich nicht durchnässt. Und hier war die Erde aufgelockert und dadurch, ja, hoffe ich mal, ein bisschen was wächst, ne? Gleich den alten Hut von letztes Jahr mit eingearbeitet. So als natürlicher Dünger. Nächstes Jahr, wollen wir sehen. Ist noch lange hin. Morgen pflanze ich ein paar aus. Ein paar Zwiebeln. Blumenzwiebeln. Früher hatte ich mal Tomaten gemacht und ein paar Gurken. Ich habe aber schnell festgestellt, dass es nichts wird. Meine Dachterrasse ist ein bisschen zu heiß. Selbst für Tomaten. Gurken hatte ich Pech gehabt, hatte ich Schimpfmäuse gehabt. Ja, und dann kann es von ausgehen, dass nichts wächst, ne? Und gerade dann, wenn die im Laden extrem billig sind, habe ich dann auch Gurken, ne? Obwohl die eigenen im Prinzip doch mal besser schmecken, ne? Weil an sich keine Chemie eingesetzt wird. Aber wenn du eine Schüttellauf drin hast und das in Massen, dann bist du da auch schon machtlos. Dann weißt du auch nicht, ob du das machen sollst, ne? Da kann ich nur kaufen. Mal schauen, letztlich habe ich ein paar Wespen gehabt, da haben sie unter dem Tisch ein Nest gebaut. Musste zerstören und flüchten. Aber die wusste ich los, ne? Aber wie gesagt, Wespen sind super eigentlich. Dann hast du auch keine Blattläuse in den Pflanzen, ne? Hätte ich das ja gebraucht, wo die Schädlauch da war. Aber gut. Wenn du brauchst, sind keine da. Richten wir wieder auf, ne? So. Viele Bäume habe ich gar nicht mehr, aber eben die paar können wir ja noch so Geld machen, ne? Also Säge wegbringen, Bretter herstellen und so, ne? Und da halt die Paletten, OBS, Spanplatten. Halt schon für nächstes Jahr halt, ne? Leerpaletten. Bei dem Baum festgehalten. Oh, ein Tannenbaum. Ja. Jo. Ja, Hopf wächst auch nicht, weil wir auf 5 gehen, ne? Ein Tag umkriegen hier. Wurf 1 aufgeht. Aber da kommen wir ja nicht vorwärts in der Zeit, ne? Das soll ja wachsen. Das Gras soll noch wachsen, düngen. Und mein ganzes anderes Zeug. Hopfen, Mais, Tabak, Raps soll nicht gewachsen, so schlecht. An dem blüht schon überall. Mein Raps ist noch nicht mal gewachsen. Ob das was wird? Schau mal.
ein bisschen dicht gemacht. Ich habe hier so ein Dings hier von wo man Licht in der App steuern kannst, ne? Helle, dunkel, verschiedene Farben und all sowas. Ich habe wieder mal, nachdem ich was umgebaut habe mit dem Tisch, hab wieder aufgestellt. Ich hab's ja da. Also kann es auch genutzt werden, ne? So, heute habe ich eine neue Kursversion aufgenommen, also aufgespielt. Mal schauen, das Problem gibt es da nicht. Ich bin hochgeraten, damit das da ist. Ich habe bald die Zeit, wo es zu warm wird. Das war dann wieder 25 Grad hier. Das wäre nicht mehr schön. Oben ist 25. Also ist halt der Sommer, der erst da kommt. Früher und sowas werden wir nicht kriegen. Wir sind gleich Sommer. Trocken ist es zur Zeit. Werden bald die Bauern wieder stöhnen. Zu Recht. Aber da kannst du nichts machen, gegen Wetter bist du achtlos. Entweder du beugst vor und machst eine Bewässerung, oder du musst umstellen auf Fruchtsorten, die mit weniger auskommen. Hier, unser Hopfen. Vielleicht kann man ein Feld auch vergrößern, mal sehen. Später. Im Herbst. Jeder Baum ist so dick. Hält aber am Boden fest. Wahnsinn. Hier, schöner Baum, schön dick. Ein bisschen kurz, aber die neuen, wenn die neuen Bäume näher gewachsen sind, die eignen, da hast du ja eine sehr lange Röhrenbei. Und ja doch, eine angenehme Länge. Aber wie gesagt, da hast du halt das Dreifache. Ne? Mit einer Arbeit das Dreifache erreicht. Ne? Ein paar haben wir schon, ne? Können wir mal gleich gucken, wo unser LKW ist. Geben wir gleich die Gärreste ab. Da ist unser Holzhänger. Nimmt mal Vollgas und ausholt das Zeug hier. Dünger? Ah, noch nicht voll. Mist haben. Ja, hier wollte ich düngen, aber nicht gewachsen. Silage. Können wir auch noch machen, ne? Die müssen gewaschen werden. Muss gedüngt werden. Hm.
für Schweine. Tabak, Seemaschine. Schweinefutter. Alles waschen. Aber nicht jetzt, ne? Wenn man den Mist zum Dünger kriegen, weil Nacht schlafen, dass er arbeiten kann. Ich meine, ist ja erst 16.36 Uhr oder so. Ne? Wir sind auch noch weit weg zur Nacht, ne? Also. Voll. Voll. Alle Produktionen kriegen wir sowieso nicht voll. Abgesehen. Das ist ja gar nicht möglich. Haben wir gar nicht Material da. Kein Hopfen. Mist. So. Zu enge Kurve. Gas geben. Das ist der große, kann man ja Stumpen fräsen kümmern. Im globalen Markt habe ich aktuell die Software nicht aktiviert. Ich habe hier auch nichts, ne? Die Zeit und kaufen will ich auch nichts. Hab ja kein Geld. Auskippen und gleich wieder aufmeißen, also voll machen. Ja, können wir gleich. Füllt sich schön, ne? Gleich wieder rüber zur. Das müsste ich auch noch mit Outdrive anschließen, irgendwie. Irgendwie beladen, entladen, kann man ja automatisch machen, ne? Muss ich mal aufstreamen, das ist ein bisschen Streamelei, aber mal sehen. Oder jemand hat mal mit Gera, soll es ganz gut gehen. Und der Punkt ist ja gut, das ist ja, hier hast du ja noch Förderband, das ist ja nicht fest, ne? Eigentlich aktivieren und gleich aufhören. Und da kommt nichts. Mal anschalten. Gatschi gatschi. So, da kann er stehen bleiben. Und den anderen werden wir gleich mal gucken. Ob wir da eine Runde fahren können. Oh, 19. Die Zeit vergeht. Der Wahnsinn. So, die Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Oh, Wand. Tschüss.